Wisst ihr, eigentlich habe ich gedacht, wir können, wir machen erstmal ein ganz normales Mario. So, das ist wirklich, I kid you not, das ist die, das normale Super Mario 64 und irgendwie, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Wenn jetzt jeder Text so ist, dann ist es going to be something. Das ist bei dem Emulator mit der PAL-Version normal. Das war noch nie so. Hab ich hier eine andere Version auf einmal? Mario sieht immerhin normal aus. Das ist etwas, was wir auf Papier machen können. Das ist Mario in Blindenschrift. Ja, Mensch. Ja, okay, gut. Ja. Das ist echt der Konami-Code. Also, das macht mir ja schon ein bisschen Angst. Kito, der Meinung bin ich auch. Ich verstehe zwar keine Blindensprache, aber... ist something. Könnte auch in dem Plugin von Gedöns... höchstwahrscheinlich. Aber ich krieg mal sowieso... ich hoffe mal, dass jetzt hier, dass die Texte bei den anderen ROM-Hacks wenigstens halbwegs funktionieren. Ich meine, jetzt, ihr habt das Gefühl, wir spielen hier jetzt gerade einen ROM-Hack, obwohl das die normale Version ist. Aber stattdessen haben wir Mario, die Blindenschrift-Edition. Oh no! Leeway, danke dir fürs Followen. Ach nee, warte. Ich wollte doch nur mal... der Bonbon wäre ein Arsch, oder? Ich will doch nur mal gucken. Ich sehe das immer in Speedruns. Ich will das selber mal machen. Und Lucky Philia, danke dir für den Host. Wisst ihr, ich sehe das immer in Speedruns. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Man schmeißt immer so einen Bonbon durch die Gegend, fängt ihn auf der anderen Seite und auf einmal sieht das immer total cool aus. Aber ich bin selber immer nie in der Lage, das hinzukriegen. Willst du denn auf die Fresse oder was? So. This is not going to work. Ich möchte es doch wenigstens mal versuchen, aber ich scheitere schon beim ersten Schritt. Ich scheiterte. Wisst ihr was, wir lassen das. Komm schon. Gib mir wenigstens den Erfolg. Das ist noch Vanilla. Das ist noch so Vanilla, wie es noch geht. Wie gesagt, ich habe mir gedacht, komm, wir haben jetzt lieber einmal so ein... nennen wir es mal... ne, es ist... nochmal sehen, wie normal es eigentlich sein kann, dieses Spiel. Außer, dass es in Blindenschrift geschrieben ist. Also, das ist jetzt... weißt du, Bonbons Battlefield mag ich sowieso nicht. Das ist reiner Copyright-Place. I don't like this. Ich geh mal in mein eigentliches, lieberes Level. In mein Lieblingslevel kann ich sowieso noch nicht, weil das ist in der Unteretage. Ich bin ein Riesenfan von Lethal Lava Land. Also die Lava-Welt ist so meine Lieblingswelt. Aber... ja, ich versuche am besten keine Speedrun-Tactics mehr. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Let's go. Doch, hier kenne ich aber einen kleinen Speedrun-Trick. Wow. Ist euch mal aufgefallen, dass Mario an manchen Stellen so ein bisschen wie Crash Bandicoot klingt? Wow. Ich meine, bin ich der Einzige, dem das auffällt? Ich meine, hier, warte. I can do that. Sagte er und versagt.
Ich sag euch, ich schaff das. Ich schaff das. Ich hab gesagt, ich schaff das. Wirst du jetzt mal von dieser blöden Wand abspringen, du? Na, geht doch. Ich sag doch, ich kann das. Immerhin eine Sache, die ich kann. Wenigstens etwas, das ich beherrsche. Oh. Speedrun Strats. Definitely. Wieso? Ich meine, Mario klingt schon wie Crash Bandicoot, also von daher. Das habe ich immer damals nie verstanden, warum Mario solche komischen Moves macht. Ja, du bist sowieso ein ganz großer, ne? Hehehe! Speedrun Strats, so ein bisschen kann ich doch was. Pass auf, das kann ich auch. Sag ich doch. So ein paar Kniffe kann ich in diesem Spiel. Man flashbangt sich einfach durch sein Torso. Ich sag doch, so ein bisschen kann ich noch. Ich meine, das ist nächster Speedrun, nächster Slamic und so. Shoutout zu Simple Flips. Auch wenn jetzt alles in Blindenschrift geschrieben ist, aber das ist ja nicht so wichtig. Ich kenne noch einen Trick. Ich kenne noch einen richtig spicy Trick. Den kennt wahrscheinlich keiner. Probably kennt ihn jeder. Nee, es soll aber bei uns noch gewittern heute. Da freue ich mich schon drauf. Seht ihr, solche Tricks meine ich. Solche Tricks. Nobody knows that. Ey, Wolli. Von daher. Pass auf. Pass auf, den Trick kennt niemand. Man rennt einfach hier hin. Und basht. Und basht. Und basht und... Habt ihr. Ja, das war. Das ist. Ne. Spart ein paar Sekunden. Wenn man retarded ist. Nicht mal das kann ich. Das kann ich eigentlich. I'm not totally retarded. Ich kann das. Eigentlich kann ich das. Betonung liegt auf eigentlich. So würde ich auf jeden Fall Mario heute spielen. Total out of order. Ich weiß nicht warum. So, ich will jetzt einmal noch versuchen, diesen blöden Trick zu machen. Ich werde ja wohl in der Lage sein, das hinzukriegen. Es sieht nicht so schwer aus. Ein Versuch noch, ja. Ein Versuch noch. Ein Versuch. Ich möchte es noch einmal versuchen, bitte. Komm, ich finde sowas schön. Mario hat im Grunde so gewalttätig angefangen, indem er einfach Goombas ins Gesicht schlägt. Okay, fuck this shit. I'm fucking done. Das ist nicht... nee. Ich bin kein Speedrunner. Oh, dafür kann ich aber einen anderen Trick. Watch this. Oh, ich mach mich hier gerade selber zum Löffel. Sag mal, Mario. Man muss doch nur... Eigentlich nur... Komischerweise will er irgendwie mal dann den machen.
Guck mal, bei den anderen funktioniert das immer so gut. Wir gehen zu Romhex über. I'm sick of this shit. Okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe die jetzt hier drin gespeichert, warum auch immer. Womit fangen wir denn mal an? Ich glaube, wir fangen mal mit dem an, was noch am normalsten wäre, nämlich der Chaos Edition. Ich meine, wenn wir das damals schon mal gemacht haben, dürfte noch mal ganz Mario. Fancy sein. Hallo! Ist immerhin noch da. Vor allem ist das? Wait! Speichert ja meinen Spielstand dann? Ist das derselbe. Über denselben Save? Oh, es ist ziemlich moony. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Kann ich das schießen? Lässt mich die Chaos-Edition Yoshi schießen? Bestimmt. Oh, halt noch ein bisschen. Du Moonigkeit. Behalte dich noch ein kleines bisschen. Fuck. Das kriegen wir hin. Oh, scheiße. Oh, ich hoffe, diese Moonjump. Oh, nein. Oh, fuck. Die Kamera hat sich verabschiedet. Okay. I can't see shit. Und die Schwerkraft ist weg. Fuck. Okay, wir können Yoshi doch nicht cheesen. Dafür hat Lakito jetzt seinen freien Tag. Alter, Lakito, bist du bescheuert oder so? Nee, das Wasser ist weg und die Kamera ist irgendwo. Da bin ich. Lakito, du sollst nicht irgendwelche Shrimps fotografieren. Ja, aber gut, wir haben 4 Sterne und können jetzt schon die... Okay, wir können auch das machen. Komisch, das ist trotzdem zu. Wasser existiert nicht mehr, aber... Ne? Was ist hier? Kann man jetzt... Ach, guck mal, hier kannst du auch nicht hin. Und der Wasserfall hört einfach auf zu existieren. Das ist ja gar... Wird das Spiel gerade schneller? And it crashed. It crashed. Ja, das ist, zurücksetzen? Ne, warte. Konnte ich nicht... Haha! It's me, Mario! Das war schon damals so. Hallo! Das Spiel hat sich schon damals immer gesagt, ich funktioniere nicht. Yo! Lakito hat sich gedacht, ich mach mal heute mit Weitwinkelobjektiv. Jetzt nicht mehr. Okay, ist auch okay. Ja, Mensch. Jetzt darfst du auch mal ruhig aufhören zu crashen. It's me, Mario. Meine Güte. Hallo. Okidoki. So, das ist jetzt dann noch normal. Come on. Wenigstens durch die Tür. Danke. Meine Güte. Es ist so schwer, durch eine Tür zu gehen, oder was? So, relativ normal. Alter, die Kamera ist ein bisschen... Okay. Aber was ist mit der Chaos-Edition auf einmal los? Es ist einfach nur noch Lakitos fauler Tag irgendwie. Oder hat sich gedacht, ich mach mal Mario wieder zu dem, was er mal ursprünglich war. Ein 2D-Game. Fuck this shit. This is retarded. Okay, jetzt ist ja noch wieder... Jetzt ist wieder alles normal auf einmal. Außer, dass die Kamera ein bisschen fancy ist, aber... Ah, man muss A gedrückt... Die Münze hat mich gerade verbrannt. Und alles ist in Space. Und es ist Magma Mountain. Und ich bin groß. Okay, das ist auch okay. Ach nein, ich darf ja gar nicht mit King Bomb Bomb reden. Der löscht ja das Spiel dann. Da habe ich ja ganz vergessen. Was kann ich denn sonst machen? Also das auf jeden Fall nicht. Das sieht so bescheuert aus. Ey, die Goombas sehen auch nicht besser aus.
und ich bin rutschig. Weil ich sag's euch, wenn ich jetzt nämlich wieder anfange, mit hier King Bomb umzureden, dann wird das Spiel abstürzen, das kann ich euch hier schon sagen. Was kann man denn dann machen jetzt? Okay, warte, wir gehen woanders hin. Sofern wir durch irgendeine Tür passen. Okay, wir passen durch diese. Ich kann nicht mehr springen. Ja, aber auf rote Münzen habe ich keinen Bock. Rote Münzen sind langweilig. Du darfst auch gern springen. Oh ja, er springt wieder. Nice. Sero, wen haben wir swallowen? Oh, guck mal, so habe ich es doch am liebsten. So habe ich es doch am liebsten. Farbenkotze. Seht ihr auch diese rote Box? Die sich manchmal nur denkt, dass sie existiert. Während das Schild hier unsichtbar ist. Ja, das ist noch Chaos Edition. Das ist noch das, was am nächsten irgendwo an Realität ansenkt, sag ich mal. Okay. 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 Speedrun-Tactics. Was ist das denn für ein Käseturm gerade gewesen? Shadow Tempest, vielen Dank für den Sub. Wow. Alter, nein. Mario, bitte nicht. Bitte nicht Toadbank, bitte. Das ist gerade unmöglich. Oh mein Gott. Ich will doch nur ins Bild zurück. Oh, fast knapp. Aua. Ja, ich hab's getroffen. Oh, wow. Wow, der Weitengel ist wieder da. Ja, ich bin natürlich schon seit 4 Jahren Fan von dir. Ah, klar, Sun, moin. What? Oh mein Gott. Mario klingt wie ein Glitch in der Matrix. Oh mein Gott. Alter. Ne, warte, das habe ich ja schon. Den habe ich auch. Kann ich mit dir reden? Oder ist das Spiel abstürzt? Ja, kann ich, okay. Es ist überwiegend die Kamera, die abfuckt. Mal gucken, vielleicht kriege ich das ja noch hin. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Selbst hier ist die Kamera fucked up. Okay, warte. Okay. Die Größe von Mario wurde der Kamera angepasst. Ich sehe schon. Ich kann zwar Jack Shit sehen, weil ich mich an dem Schatten orientieren muss. Aber wenn wir jetzt damit einen Stern einsammeln, dürfte witzig werden. Block einmal Deck. Oh Gott. Da hat sich jetzt jemand extra wegen mir Twitch runtergeladen. Dann guckst du wahrscheinlich über Handy. Okay, rote Münzen. Das sollte auch noch... Oh mein Gott! Oh mein Gott, da will ich gar nicht hingucken. Und Volley
danke für den Sub! Sub-Hype! Oh mein Gott! Alter! Mario, kannst du aufhören, groß zu sein? Jetzt gerade habe ich echt das Gefühl, er hört mir zu. Mario, hättest du Bock, mir ein paar hundert Euro vorbeizubringen? Das wäre voll cool. Fuck, au. Ich bin schon wieder groß. Irgendwie, das scheint aktuell hier noch der Lieblingsglitch zu sein. Aber mal gucken, uns fehlen ja nur noch zwei Sterne. Vielleicht können wir denn... Oh mein Gott. Da vorne ist eine laufende 5. Okay. Okay, jetzt kann ich wieder sehen. Der Hintergrund ist zwar wieder... Oh mein Gott, da sind es immer noch die laufende 5. Oh. Oh shit! Auf einmal slide ich. Oh mein Gott. Würde ich mich kurz entschuldigen? Ich muss einmal ganz kurz... Sekunde mal. Pause. Ich muss einmal kurz nochmal auf den Dashboard. Jetzt, wo ich das gerade gesehen habe, ich glaube, ich muss eine grafische Warnung in den Titel packen. Just in case. Einfach eine Seizure-Warnung. Kleinen Moment. So. Einmal eine grafische Warnung reingepackt, just in case. Wir sind 63 Leute. Alter. Wow. That's a lot of guys. That's a lot of nuts. Okay, dann. Oh, ja. Wisst ihr noch, wo ich gerade gesagt habe? Gut, dass ich eine Seizure-Warnung... Ich kriege hier gleich selbst einen Anfall. So geht's auch. Jetzt hat's wenigstens aufgehört. Jetzt kann mir niemand sagen, ich hätte nicht drauf geachtet. Oh mein Gott. Alter, this is how it feels to chew 5 gum. Alter. Okay, Wasser ist auf einmal grau. Boah, scheiße, Andy hat mir 20 Button. Oh yeah, ich surf wieder. Yes. Haha. Suck it in. Okay, ich muss hier trotzdem hin, scheiße. Und ich kann nicht springen. Was fällt dir ein, Spiel? Du kannst mir nicht einfach resetten. Okay, bist du... Ich bin wieder groß und ich blinke. Ich habe einfach resettet. Ich glaube, es geht los. Okay. Alter! Stop that! Ich bin unverwundbar. I'm fucking invincible! Alter! Ich bin nicht mehr unverwundbar. Ich kann aber immer noch nicht springen. Ich bin immer noch an den Boden gebunden. Und der Hintergrund ist wieder Kotze. Ich kann wieder springen. Okay. Jetzt geht's wieder. Vielleicht kriege ich jetzt endlich diese eine rote Münze. Da hinten im Anfallland. Probably not, weil Mario hat schon wieder diesen ekelhaften Rechtsdreif. Alter. This is how it feels to feel 5 gum. Und die Musik ist jetzt auch Turbo. Nice. Nein, stop it! You fucking dildo.
ist die Musik auch noch auf Turbo. Und ich bin gerade nur froh, dass ich das Fenster auf relativ klein gemacht habe, you know? Alter. Die Musik. Es ist einfach... Auf wie viel ist das gespeedet? Doppelt oder dreifach? Eins von beiden. Oh, jetzt... Oh ja, that's better. Okay. Okay, Moment. Precise... ganz sachte. Endlich! Stimmt, es klingt nach, als ob es dreifach speedet wurde. Oh mein Gott! Was haben sie mit dir gemacht? Oh mein Gott! Try this or precise. Die Plattformen sind weg. Das Spiel hat einfach die Plattform gelöscht. Fine. Fine. Ich hab andere Methoden. Mamma mia. Darf ich mal kurz zusammenfassen, was passiert ist? Das Spiel hat meine Bewegungsmöglichkeit genommen, hat mich getötet und hat mich aus dem Level geschmissen als ein plattgedrücktes Schild. Okay. Ein sehr langsames Schild. Ein sehr, sehr langsames Schild. Okay, then. I'm gonna go far. Alter, chill deine Zone. Ich will doch nur noch 2 Sterne. Ich will doch nur 2 Sterne. Ich möchte in der Chaos-Edition mal Bowser bekämpfen. Bitte. Ich kann nicht schneller. Oh mein Gott, ich bin nicht mehr platt. Ich bin nur noch ein Schild. Immerhin bin ich nur noch ein Schild. Es könnte schlimmer sein. Jackpot. Just Winner, danke dir fürs Followen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, ich habe mich geloopt. Nee, doch nicht. Ich slide. Ich bin ein slidendes Schild. Es wird immer schlimmer. Oh, er ist endlich durch die Tür. Oh mein Gott. Nachdem er 10 Sterne in die Tür gedrückt hat. Okay, wir machen die Runde. Okay. Es sind echt schon 72 Leute. Alter. Okay. Einfach, oh mein Gott. All I see is butt. Okay, nicht mehr. Alles gut. Okay, watch this. Okay, okay. Es gibt keinen Weg, wie ich... Ich wollte sagen, es gibt keinen Weg, wie ich hier sterben kann, aber... Die Chaos-Edition sagt sich offenbar, fuck you then. Oh fuck. Okay, nein, alles gut, alles okay. Du musst jetzt noch den Stern einsammeln, Mario. Mehr musst du nicht. Here we go. Also egal mit was dieser Stern verkabelt war, es war nicht gesund. Okay, warte, ich habe eine andere Idee. Ich kann noch was anderes. Watch this shit.
Oh Gott. Okay, watch this shit. Was willst du denn? Nö, nö, nö. Okay, denn. Oh mein Gott, die Rutsche ist auf einmal blau. Oder ich weiß nicht, kann man das blau nennen? Es sieht auf jeden Fall sehr... Eigentlich sieht das voll cool aus. Ich finde persönlich, das sieht nice aus. Sind hier Münzen? Das war fies und du weißt das, Spiel. Das ist fies und du weißt das. Okay, wir gehen doch nicht für Speedrun Strats. Okay. I got the deal. Oh, you fucking pleb. Jetzt muss ich nur irgendwie als Riese diesen Pinguin... Oh mein Gott. People are going to die. Es sind Momente wie diese, wo ich mich einfach vom Spiel betrogen fühle. But the game does not care. Wisst ihr? Ich weiß ganz genau, dass ich es kann. Aber das Spiel denkt sich, nö. Alter, dieser Pinguin! Dieser fucking Pinguin! Ey! Nix da! Nix da, du kleine Ratte! Alter! Ich möchte wenigstens Bowser schaffen. Ich möchte wenigstens Bowser schaffen. Den ersten. Wenigstens das. Aber wenn Mario sich einfach gerade benimmt wie so eine absolute Cunt. Du kommst jetzt mit. Ich hab... du bist irgendwo... Du bist tot. Probably. Wo ist er? Wo ist der Pinguin? Ja, ich hatte eigentlich nicht vor, auf Marios Donger zu gucken. Aber er ist schon wieder drauf und dran, mich umzubringen. Ja. Okay. Okay. Mama mia. Ich bringe diesen fucking Pinguin zu seiner fucking Mutter, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Oh, straight up kill me. Das ist auch okay. Bring mich halt direkt um. Game over. Deine Mutter. Alter. Das ist Mobbing. Das ist 100% pures Mobbing. Das ist absolutes Mobbing. Ich hole mir jetzt meinen Stern anders. Fuck you. Ich hole mir meinen Stern anders. Turbo-Rutsche. Alter. Also ich kann nicht springen, shit. Wer braucht auch springen? Springen ist für Loser. Ich gehe hier jetzt runter. Mario hat schon wieder irgendeinen Anfall, ich hör's. Ja, er hat schon wieder irgendeinen Anfall, das höre ich. Okay. Sag mal, Mario, bist du müde? Ohne Musik ist das Spiel irgendwie... Eid of Bowser. Ich bin platt. Huu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 u
Ich liebe diese Musik. Oh mein Gott, Mario, was machst du da? Okay, denn. Ich liebe diese Musik gerade. Stop. Oh, was soll... Ey, es ist unfair. Mama mia. Motherfucker. Alter. Stop fucking pushing me, you dick. What? Ey. Das kann doch nicht wahr sein. Du gehst da jetzt... Du gehst da jetzt rein, du Mongo. Geh da rein, du... Alter, du Arschloch. Fucking Arschloch-Game, ey. Geh da jetzt. Alter! Geh. Oder Moonjump von mir. Das ist auch okay. Shut up, Bowser. Shush. Okay. Jetzt ist es wirklich Bowsers Schattenreich. Jetzt sieht es wirklich aus wie die Twilight. Und ich surfe. Nice. Fuck. Ich will doch nur einmal in meinem Leben cool sein, bitte. Und am besten ohne mich zu morphen. Oh mein Gott, man sieht einfach diese Mario-Klone im Hintergrund. Oh mein Gott. Okay. Ich sollte auch wirklich nichts... Ich meine wirklich, das Spiel ist drauf und dran, mich umzubringen, wenn ihm danach ist. Und die Musik klingt jetzt auch. Das ist Mobbing! Mama mia! Mobbing! Let's try that again. Ja, so ein paar Stunts kann ich ja, ne? Oh, fucking... Fucking asshole game. So, und diesmal... Wir hören am besten gar nicht erst auf zu rennen. Okay, das sieht nicht richtig aus. Die Dinger spucken Feuer. Nein! Mann! Ich will doch nur... Das Spiel denkt sich, get the fuck back in there, you bitch! Das ist schon wieder dieser scheiß Glitch, wo alles sich in eine Richtung bewegt. Beruhig dich erstmal, Mario. Beruhig dich erstmal. What? So kann ich nicht springen. Okay, das ist nicht fair. Das ist definitiv nicht fair. Und ich kann schon wieder nicht springen. Ich möchte doch nur den ersten Bowser schaffen. Bitte, bitte. Irgendwas ist explodiert und gibt mir Leben. Bitte spring doch wieder normal, Mario.
Alter. Ah, from nothing to everything. From everything to nothing. Also Mario, jetzt willst du mich verarschen. Jetzt ist da nicht mal mehr eine Plattform. Das ist asozial. Fucking asshole, motherfucker. Weißt du, wenn du nicht mal mehr diese dumme Plattform respawnt, ne? Dann hat sie das Spiel echt gesagt, so, you know what? Fuck you. So, komm. Draco, danke dir fürs Followen. Schon wieder. Slash immer noch. Weil das Fiese da ist einfach. Jetzt ist die Plattform noch da. Aber du hast nicht genug Zeit zum Abspringen. Wenn dieses... Na, immerhin respawns jetzt gerade. Aber der fällt so schnell runter. I fucking hate it. Und jetzt respawnt sie nicht mehr. Macht das Level unschaffbar. That's fair. Ey, das sind vier Plattformen in einem und auf einmal fallen die einfach. Vor allem das Porträt da hinten ist die ganze Zeit Bowser. Auch nicht schlecht. Das sind hier für Devil May Cry 3 über PS3 Collection runtergeladen und hängen beim Ice Boss. Shotgun his ass. Jetzt ohne Witz, die Shotgun ist gegen Cerberus ziemlich effektiv, weil sie halt kurzen Prozess mit seiner Eishülle macht. Und dann musst du eigentlich versuchen, mit Rebellion ranzugehen. Das ist so die Methode, die ich immer damals benutzt habe, wenn du den ersten Durchlauf machst. Da ist die Shotgun immer geil, weil diese Eisschicht, die musst du halt loswerden, sonst nimmt das... Nein, 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 nein! Sonst nimmt der gute Wowie kein Damage. Halt. Beruhig dich, Mario. Beruhig dich. Beruhig dich. Es ist schon wieder irgend so ein Glitch, dass ich nicht in eine Richtung nicht bewegen kann. Glücklicherweise sind diesmal die Plattformen noch richtig. Und... Oh nein, nicht jetzt, nicht jetzt. Oh nein, oh nein. Oh nein, das gebe ich dir nicht. Oh, das gebe ich dir nicht, Spiel. Ich bin langsam und kann nicht richtig springen und habe offenbar einen Anfall. That's Mario Odyssey for you. Und ich kann nicht springen. Das ist ja fair. That's fair. Ich muss jetzt hier also auf dieser Plattform so lange ausharren, bis das Spiel mir wieder erlaubt zu springen. Please. Please. Ja, ist okay. Kann ich mitarbeiten. Nein, 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 nein. Ich will doch nur wieder springen. Ich will nur wieder springen, bitte. Ich brauche nur noch... Da oben ist das Ziel. Literally, da oben ist das Ziel. Oh mein Gott, ich darf wieder springen. Going to fucking kill myself. Mama mia. Das ist nicht dein... I hate my life. Du fucking... Ich konnte da literally nichts für. Das Schöne ist, es ist Chaos-Edition. Ich kann so tatsächlich sagen, dass ich das nicht war.
Nee, my dog. So. Gib mir 2 Minuten Spiel, bitte. Gib mir 2 Minuten. Von mir aus auch in LSD. Ich kann mich schon wieder nicht in eine gewisse Richtung bewegen. Dafür... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Fuck you. Okay. Okay. Okay, was ist los? Okay, denn. Okay, denn. Okay. Wo bin ich? Wo ist irgendwas? I did. Mamma mia. Ich möchte doch literally. Oh no. Ich kann nichts. Ich kann nichts sehen, aber irgendwas tötet mich. Okay, denn. Alter, das sieht hier aus wie irgendein fucked up Mario Maker Experiment. Was wir nie großartig besuchen werden, weil das Spiel sich denkt... Okay, get right back in there. Oh, bitte. Da ist literally nothing. Okay. Okay, ich warte. Ich kann warten. Okay, just fucking kill yourself then. Alter, wir sind echt an die 72 Leute. This is fucked up. Ah, geil, das Spiel will mich wieder umbringen. So viele Goombas gibt es in diesem Level gar nicht. I call hacks. Bewege mich nicht. Bewegen bedeutet Tod. Ich nehme alles zurück. Sich auch nicht zu bewegen bedeutet auch Tod. Mamma mia. Do I look weird to you? Oh, bitte. Just let me fucking... Ja, lol. Ja, lol. Lol. Ich weiß nicht mehr, ob das so schlimm ist. Come on, ich möchte nur den ersten Bowser schaffen. Mehr möchte ich nicht. I just want to do it. Ja, toll, der Chor der Marios ist auch wieder da. Das hat mir ja gerade noch gefehlt in meinem Leben. Du wirst einfach als Schild ausgekotzt und hast damit zu... Der Mario-Tenor, der ist mir der Liebste. Der teilt meine Einsicht. Der denkt sich... Der Club der toten Marios, meine Freunde. Es sind tote Mario-Tenöre. Oh, fuck, yes. Ja. Ja. I'm going to make it. Da ist eine Wingcap. Warum auch immer da eine Wingcap ist. I made it. I made it. You have nothing to me. Top Rabbi isn't me. Oh my god. You 6 double door. Swing me around. A wimp licking you. From out of. Okay, then. Get over here. I can do this. Okay. Nö. Nee. Here we go.
Ja! Oh, jetzt! Oh, you're gonna die, kid! Stirb schneller! Hey! Nein! Sammel! Sammel auf! Sammel auf! Nein! Nein, 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 nein! Sammel! Sammel auf! Es ist in deinem Kopf! It's all in your head! Oh, bitte! Bitte sammel es auf! Nein! Oh mein Gott! Bitte! Bitte sammel es auf, Mario! Bitte! Bitte, bitte, bitte! Oh! Oh! The tease! Der Moment, wenn sie sagt, I send nudes, aber du irgendwie noch 5 Jahre warten musst. Oh! Oh! Okay, game over. Just fuck you. Fuck you. Es wird Zeit für was anderes. Alter, gehen wir weiter. Ich glaube, ich habe das Perfekte für. Butterfly 64. Jemand hat sich die Mühe gemacht, einen ROM-Hack für einen Schmetterling zu machen. Ich kann literally nichts machen. Alle meine Knöpfe sind... Doch, die Kamera funktioniert. Warte mal, gibt's... Es gibt keine First Person. Scheinbar ist das der gesamte ROM-Hack, weil... nichts anderes funktioniert. Aber es ist schön hier. Okay, 100% Run. Go! Fertig! Yes! Weltrekord! Okay, ich glaube, damit fangen wir... Damit, ja. Nee, dafür sind wir noch nicht bereit. Nehmen wir mal... Hier, das war noch relativ normal. Der ROM-Hack nennt sich natürlich das hier auch. Ja, der spackt ein bisschen rum. Macht aber nichts. Das hier ist die sogenannte Green Demon Challenge. Und offenbar krallen die sich alle dieselbe Save Data. So wie es aussieht. Denn ihr müsst euch das so vorstellen. Ne, Vegeta Card kommt später. Das jedes Level. Müsst ihr euch vorstellen, hat jetzt einen Green Demon. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine Green Demon Challenge ist, es spawnt ein One-Up direkt hinter euch, was euch... Ja, ich zeig's euch am besten. Seht ihr? Das Ding verfolgt uns jetzt. Und sobald es uns eingeholt hat, wird es uns töten. Ergo, es darf uns nicht kriegen. Das Problem ist... Super Mario 64 ist ja für seine wunderbare Kamera bekannt. Und das Ganze, es ist schon mehr wie ein Super Mario Horror-ROM-Hack, weil dieses Ding dich verfolgt. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie haben die Kamera hier verändert für. Woo! Spicy! Oh fuck, I'm dead. Es ist basically wirklich tödliches Fangspiel. Ich weiß sogar, dass einige Level nicht mal machbar sind damit. Aber das Schöne an der ganzen Sache ist ja, wir haben unseren, sag ich mal, wir haben ja quasi immer noch unseren Spielstand. Das heißt, wir können in meine Lieblingswelt gehen. Und das ist jetzt basically Green Demon Challenge, das Game. Früher war das halt eine Challenge, das konntest du nur in bestimmten Leveln machen, weil halt nur an bestimmten Punkten
diese Pilze gespawnt sind. Aber dann hat jemand sich gesagt, ey, boah, das ist doch voll die geile Idee, lass daraus mal ein Wormhack machen. Et voilà, it happened. Und jetzt haben wir hier bunch of levels. Like that. Das hier ist schon fast das Schwerste. Oh mein Gott, ich darf nur nicht aufhören zu laufen, dann kriege ich den sogar. Oder auch nicht. Shit's hard! Shit's hard, sage ich euch. Top Devs in Animes und so. Es ist halt ein konstantes Rennen gegen dieses, was auch immer, Mistvieh. Shit. Oh nein. Oh! Oh! Du kriegst mich nicht! Haha! Here we go! Dickhead! Ich hab trotzdem nur Energie. Wow! Sehr nett. Freundlich. Sehr freundlich. Dipshit. Geh ich halt den Weg wieder zurück. Arschgeugen. Ich habe keine Ahnung, wie man da gewisse Sterne machen will. Nee, das ist nicht mehr die Chaos-Edition. Das ist genug hier. Meine Fresse. Chaos-Edition war... Ui. That was something. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Bulli machen soll. Das war blöd. Das ist tot. Ja, sobald du ein bisschen stehen bleibst. Ich bin offenbar nicht in der Lage dazu, das richtig zu machen. Die Wasserwelt von Bowser ist unmöglich. Ja, klar, du schwimmst und deine Schwimmgeschwindigkeit ist erbärmlich. Genau wie meine Skills. And I'm dead. Aber fuck! Ich glaube, ich sollte einen anderen probieren. Das Problem ist, ich wüsste... Der Vulkan! Kann ich das scheiß Ding im Vulkan abhängen? Like, totally? Wenn ich jetzt den Skill besitzen würde, in den Vulkan zu kommen... Fuck you. Fuck you sideways. Aber oh! Oh, the spinning wheel of death! Magst du mal aufhören, mich konstant umzubringen? Moment, spawn ich jetzt nicht im Vulkan? Mama mia! Spawn ich jetzt nicht im Vulkan? Suck it, dick! Cheated the system! I just fucked the system! Jetzt kann ich hier ganz in Ruhe... Kann ich hier ganz in Ruhe den Stern holen, der hier ist. Um genau zu sein, ja, ich kann nur einen holen. Weil ich dann wieder außerhalb des Levels gespawnt werde. Wow! Wow! Fortschritt! Kannst du auf der drehenden Plattform stehen? Ich glaube nicht, dass das groß viel bringt. Bulli stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Wenn mein Movement passt, könnte ich eventuell das mit den Rollbalken machen. Das war retarded. Nachhinein weiß ich nicht, warum ich das gemacht habe. Der Todesleben kann aber auch irgendwo immer festhängen, das weiß ich auch. Nein! Oh, da hat er mich genau dann gekriegt. Oh, Mann. Mama mia. Oh, Folge.
Ich habe unendlich Leben, fällt mir gerade auf. Oder? Seems like it. Fuck you! Ich bin tot. I'm dead. Nee, da muss ich weiter. Fuck you! And my people need me. All my people still need me. Du Fickbödel. Das Ding ist auch so ein bisschen schneller als man selber, deswegen... Ja. Ja, stimmt, es gibt einen Vulkan. Ich will ja nicht komplett schießen hier. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Vor allem, man hat extra die Farbe von dem Scheißding geändert. Fuck you! So ein kleiner Fehler, ne? Man merkt erstmal, was man für Movements in Mario machen kann, wo... Du hast gerade 80 Zuschauer. Und das ist sicker Shit. Danke dir auch, Chris, für die Bits. 80 Zuschauer, so viel habe ich sonst nie. Guck mal, was Mario mit Leuten macht. Das Ding ist echt schneller, als ich immer hoffe. Oh, boy. Oh, Johnny Boy. Kriegt das hin? Ich meine, in der giftgrünen Grotte wüsste ich noch... Ja, now I'm fucked. Wo könnte ich denn sonst noch? Was könnte ich denn sonst noch? Warte mal. Kann man... Könnte ich in der giftgrünen Grotte überhaupt irgendwas? Ich meine, ich muss? Ich muss nicht. I don't have. Verfolgt mich das Ding durch Türen? Ja, tut es! Fuck you! Nein! Oh, so close! Hing es beim ersten Boss fest, soll ich den Royal Guard benutzen? Royal Guard ist sehr, sehr timing-based. Also, wenn du wirklich blocken kannst und willst, dann kannst du es benutzen, aber... Ich empfehle Leuten, die zum ersten Mal DMC3 spielen, Trickster oder Swordmaster. Swordmaster liegt halt die Stärke überwiegend auf Kombos. Also auf den Kombos mit den Movesets, die du quasi damit kriegst. Was halt einiges ist. Und doch nicht Ground Pounden, du Bilbo. Und Trickster ist halt Easy Modo, weil du damit halt mega Mobility hast. Damit kannst du eigentlich hingehen, wo immer du wohin du willst. Lässt dich auch zu Anfang einige blaue Kugeln um einiges leichter kriegen. Oh nein! Blöder Kackstein! Ich weiß, dass der Toad außerhalb der Grotte mir einen fucking Stern gibt. Das Spiel schon 10.000 Mal durchgespielt. So ist es nun nicht. Nur... Mach hier nicht den Rom-Hacker. Mal ein Livestream mit Pflanze gegen Zombies wäre cool. Gibt es nicht. Warum? Habe ich schon mal gemacht. Ist denn dasselbe? Nein. Komm, 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 komm. Nein! Ein Mist! Fuck, Plan B! Ich kann nichts sehen. Das Geisterland, das stell mir noch bescheuerter vor, weil du erst ins Haus musst. Allein das dauert schon. Hatte ich eben erstmal gespielt. Dabei mit Swordmaster ist mit Rebellion eigentlich eine richtig easy Sache gegen ihn. Erst mit Shotgun die Eiskruste weg und dann mit Rebellion in der Luft immer wieder zuschlagen. Super easy. Jesus, ist okay jetzt. Ich hab's begriffen. Eigentlich mehr Tipps kann ich dir auch nicht geben. Der Rest in dem Spiel ist geht gut.
Cerberus ist auch so ein richtiger Türstopper. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Jetzt beim ersten Boss. Du meinst jetzt nicht diesen Sensenmann. Weil dann kann ich wirklich nur sagen, get fucking good. Dann kann ich dir nicht weiterhelfen. Du bist also noch nicht mal bei Cerberus. Geh bitte durch die Tür. Ja, gönn dir, lass dir Zeit. Du bist dieser Sensenmann. Okay, gut, dann kann ich wirklich nur sagen, geht gut. Weil das ist nachher ein normaler Gegner. Nur um dir das mal nachher zu sagen. Das sind normale Gegner nachher. Die kommen mal so als Miniboss angedödelt. Da kann ich leider nur sagen, geht gut. Da habe ich keine weiteren Hilfsmittel mehr. Du... Alter! Mamma mia! Ich glaube, dass dieser Mod ist echt für Leute mit mehr Geduld wie ich. Für Leute mit viel mehr Geduld wie ich. Ja, dieser Mod ist definitiv für Leute mit mehr Geduld wie mich. So, was haben wir denn noch? Wir hätten noch... Warte mal, was meine Releasio war... War auch noch was, was man da nachmachen könnte. Wurde vorgeschlagen. Klingt gut. So, was haben wir denn da? It's me, Mario. Das ist... Was ist das? What? Here we go. Shout out to Sample Flips. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ist das wie ein gigantischer Penis? Oh mein! Selbst das Wasser ist tot! Toad! Ist das Chaos Edition? Nani? Where is your god now? Where is your god now? Ohne Scheiß, ist das Chaos Edition? Sagt er beim zweiten Schlag immer fuck? Ohne Scheiß, weiß jemand, ob das... Ist das Chaos Edition hier? Oder gehört das so? Also ist es Chaos Edition, wenn es derselbe Typ gemacht hat? Weil das ist ja... Alter, vom Gameplay her ist es unspielbar. Ich will doch nur dieses eine Schild lesen. Okay, wisst ihr was? Okay, krabbeln geht auch nicht. Okay, I'm unstuck. Wisst ihr, das ist das Interessante an Mario Hacks. Du weißt nie, gehört das so? Ich will nur dieses eine Schild lesen, for fuck's sake! Es ist fucking impossible! Ich möchte nur dieses eine Schild da lesen. Wahrscheinlich steht da, selbst die Schmetterlinge sind tot. Even butterflies are tot.
Toad's Castle, just a hey. This is going to be unplayable. Toad, 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 Toad. What the f... Sag doch, dass meine Maus und selbst die Tür sind tot. Ich versuche irgendwas zu finden, was hier nicht tot ist. Stimmt, die Türknäufe sind nicht tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, selbst die Goombas sind tot. Münzen sind tot. Rote Münzen sind tot. Diese Oh nein, ich will nicht den Chain Jump sehen. Der Stein daher war eben nicht tot. Das Schlimme ist, es ist Chaos Edition nur irgendwie in dauerhaft unspielbar. Weil du die ganze Zeit durch die Gegend fetzt wie so ein Wahnsinniger. Alter, das ist unspielbar. Enjoy your nightmares! Sagt er auch immer fuck? Das Schlimme ist, ich würde das spielen. Aber das ist vom Gameplay her. Dieses Movement ist so fucking undoable. Alter, wie viel Toad kann einer aushalten? Ich will nur mal einen Stern sehen. Ich möchte nur wissen, wie hier ein Stern aussieht. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht. Mehr halte ich gar nicht aus. Springen ist sowieso deine schlechteste Idee, die du haben kannst. Ich frag mich, wieso der ein Meme geworden ist bei den beiden. Ich hab den Faden verloren, wie viele rote Münzen ich schon hab. I totally lost. I totally lost control of my life. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Da muss ich irgendwie hinkommen. Und sobald du springst, du obliteratest dich einfach selber. Mike, the pain stop. Ein Stern, versprochen. Wir machen nur einen Stern. I promise. Sofern das überhaupt möglich ist. Wir haben 7? Ja. Wir brauchen nur die eine von der Insel. Ich wünschte, man hätte einfach ein Momentum nach oben. Das würde mir jetzt das Ganze um so vieles leichter machen. Aber das ist so fucking... Oh mein Gott. Immerhin mit Fox sind wir uns eigentlich tot. Meine Güte, was rutschst du denn? Ja, das Gameplay kannst du dir in die Tonne treten, das ist echt schrecklich. Entweder bewegst du dich gar nicht oder du bewegst dich zu viel oder Spring ist ein Albtraum. Was muss man genommen haben, um auf solche Ideen zu kommen? Einfach hier. Einfach den Teleporter benutzen. And then fuck you, game! Das Schlimme ist, es wäre total witzig, wenn die Steuerung nicht so hochgradig trash
Ich wurde zurückgefahren. Nani? Ich empfehle dir, in diesem Hack wenigstens noch einen Blick in das Slider-Level zu werfen. Würde ich ja gerne. Das würde beinhalten, dass ich einen Stern hole. Aber this is literally impossible. Ich müsste dafür auf diese... Versuch mal, einen Stern zu holen. Ich will ja ins Blick ins Slider-Level werfen, aber... How do I even... Springen tut sowas. Springen means death. Wisst ihr was? Wir machen das auch. Weil es ist unmöglich, auf diese Insel da zu kommen. Es ist fucking unmöglich. Sekunde. Zurücksetzen. It's me, Mario. Kanone ist auch nicht tot. Das ist gut zu wissen. Here we go. Ich erspare euch mal den Schmerz. Das ist die Musik der unendlichen Treppe gewesen. Oh nein. Okay, bevor wir da... Selbst Toads Kopf ist tot! Ich möchte jetzt gerade wirklich nur ins Licht schauen. Mehr möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte nur ins Licht schauen. Ich kann. I literally can't. Ich flieg einfach in die Sonne. Oh mein Gott. I literally can't. Er stirbt. Toad greift nach den Stern. Ich lenke nicht. Ich habe die Finger vom Controller. Toad denkt sich einfach, ja geil, up to the stars, motherfucker. Alter. Okay. Nani? Was ist das? Oh mein. Oh mein Gott. Ich hab die Lautstärke für euch auf halb. Oh mein Gott. Ja, oh. Wisst ihr noch, wo Unge sagte, Milch ist Gift? He's a twat. Hat er gerade gesagt, I am a ghost? Wieso bin ich jetzt gerade dazu verleitet, noch mehr auszuprobieren? Okay, immerhin ist kein Buhu-Geist hier. Aber wir haben hier ein paar Level, die wir noch gucken können. Fühlt ihr euch auch beobachtet? Feuer ist nicht tot. Die Partikel sind nur ein bisschen... Das Feuer da, das Bild ist nicht tot. Ist Lava tot? Die Sterne sind tot. Oh mein Gott. Selbst Lava ist tot. Ich gehe definitiv nicht zu Bowser. Nicht mit den Control. Das Porträt ist nicht tot. Okay.
Die Wüste ist tot. Ist es eigentlich schlimm, dass ich diesen Schrei von Tod einfach nur liebe? Sind selbst die Pokies sind tot. Goombas sind tot. Die Blöcke sind tot. Der Treibsand ist tot. Das Schlimme ist, die Level sind mit der Steuerung absolut unspielbar. Treibsand ist nicht tot. Ist selbst die Metallbrühe tot? Nee, die Metallbrühe ist nicht tot. Ich würde gerne. Ich würde. Ich will doch nur in das Level. Ich will doch nur in das Level. Ich möchte doch nur... Mein Gott, danke. Nani? Even that shit's toad. Oh mein Gott. Dieser Mod ist nicht darauf ausgelegt, gespielt zu werden. Es ist wie so ein Drogenexperiment. Es ist echt... Habt ihr schon mal ein Kilo Kokain auf einmal genommen? That's that. Ich kann nicht mehr. This is too much toad. Too much fucking toad. Ich brauche was vielleicht halbwegs decent ist. Luigi's Mansion 64. It's me, Mario. Das klingt halfway sogar decent. Hello. Findet ihr nicht auch? Da wird immer noch knapp an die 80 Leute. Alter. Wie sieht Nessie aus? Wir werden es nie erfahren. Okay. Luigi, okay. Dear Mario, please come. King Boo kidnapped me. This is a huge mansion. Please, quick, return me. He'll turn me into a ghost. Oh nein. Kommt jetzt. Komm, wir brauchen jetzt mal einen ROM-Hack, der halbwegs nach Decency klingt. Und. To be honest. Okay. Bis das gerade gezeigt wurde, sah sogar cool aus. Aber, okay, die Baumtexturen sind nice, hier sind überall Geister. Ah ja, den Ton wieder lauter, yes. Na, ein bisschen zu laut, Sekunde. Mama mia, this man looks spooky, yeah, full of ghosts, probably. We take your key props every precious piece. Be careful what's ahead. Remember, good time hunting ghosts and show him super brave we can be. Let's go. Er spielt sogar Luigi, nice. So then we're going to win here. Then we're going to Poltergeist device is ghost hunting and getting anywhere. I just punched those fuckers. Mortal Kombat. Teehee, you fool, ghosts can't die! Okay, then. Hier stehen Toads einfach nur vor der Tür. Ich mein, es sah ja richtig gut aus, aber warum muss man so ein fucking JPEG von King Boo dahin klatschen? You like Boo's made his mansion their home. Stop. Weißt du, Toad, eigentlich will ich mit dir gar nicht reden. Von sowas wie dir haben wir noch mehr als genug. Ich gehe da jetzt. Okay, thanks.
Oh wow, Sally and Luigi come on power the castle shape. Betcha. Okay, first I ja, das, ich bin mal gespannt. Erstmal kommt er wieder. Okay, we go for just you. So what we need to do is be lucky to fuck right off. Okay. Texturen sind nice. Oh mein Gott. Ich bin impressed. Moment. Fromms Fortress ist daueroffen? Punch. Don't die. Ja, aber ich kann euch trotzdem eine runterhauen. Destroy the bookcase. Oh mein Gott. Wow. It was an airport because we are peace, but Alter, ich bin echt ein bisschen. Okay, denn. Gibt's hier dieselbe. Sie haben auch die roten Münzen sind hier anders platziert. Wow! Was macht der? Kamera, hi! Ja, fuck me up, ne? Because why not? Okay, da ist auf jeden Fall kein Stern. Die haben die Sterne auch neu gemacht. Nice. I like where this is going. Da haben sie Fromms hingepackt, anstatt irgendwas anderes. Aber man kann hier immer noch hochgehen, was das Ganze irgendwo... Da haben sie eine Brücke weggenommen. Da haben sie alles weggenommen. Fuck you then. Hier ist ein dicker Tower. Hier sind mehr von euch Arschlöchern. Ich komme ja so hoch. Alter, du bist ein bisschen geschrumpft. Kann das? Ist genau derselbe King Fromm. Du bist ein Bücherregal, du kannst nicht reden. Ich muss sagen, so... Restore the Bookcase. Das war ein übergroßer Bücher-Fromp, aber okay. Climb the Big Tower. Mhm, okay. Ist also eigentlich auch dieselbe Mission. Gucken. Ach, die haben die Plattform da weggemacht. Aha. Ihr seid mir ja. Soll man jetzt da, wo ich da ursprünglich hin war? Also hier. Boom. Ist nur so ziemlich asozial mit dem Penner da oben, der da Wache steht. Ja, doch. Hä? Das ist ein bisschen unfair. Meint ihr nicht auch? Vor allem, der steht hier echt Wache, der Arsch. Und dann drängt sich die Kamera einfach so. Alter! Okay, die Kamera ist hier Trash. Die Kamera da oben ist absoluter Trash. Vor allem, weil Luigi sich denkt so, Alter, ich möchte da auch nicht hoch. Obwohl ich eindeutig an der... Okay, fuck you then. Fuck you then. Dann gehe ich halt einen anderen Weg. Pff, fuck you, I don't need you. So, was können wir denn... Wie können wir denn da sonst noch hoch? Ich hab das Ding weggekickt trotzdem.
Sag mal, mit der Kanonenkugel dahin? Oder wirklich mit dem Jason Voorhees-Shy-Guy hier? Wenn die Kamera mal so... Oh mein Gott, die Kamera, ne? Die Kamera ist absolut schrecklich. Wenn die mal stillhalten würde. Aber die hält ja nicht still. Alter. Meine Güte, meine Güte. Ah ne, warte, ich kenne doch einen Trick. Es sei denn, die haben den rausgenommen. Und durch ein Bücherregal ersetzt. Oh, fuck you then. Ach, fuck you then. Just fuck you sideways. Okay. Es ist so einfach. Ach, da, der hier. Ah, sehr schön. Es ist einfach nur schräg. Fuckhead. Oh, come on. Arschloch, ey. So, there we go. Jetzt haben wir hier auch Ruhe. Hehehe. Was? Schön, Luigi hatte einen Anfall und hat sich gedacht, nö. Okay, ich gehe woanders hin. Fuck you then. Hey, Geister können nicht sterben, aber ich kann ihnen die Lebensessenz aus ihrem Ektoplasma prügeln. Sag niemals, ich kann nicht. Weil dann beweise ich dir das Gegenteil. You never come through this door unless you find a way. Or whatever. Hehehe. Okay. Der Remix ist auch nice. Also die Musik, die hier läuft. Fuck off. Und das soll sein? Zomp Oms Hills. King Zomp on the Island. Okay. Das ist Legend of Zelda Musik. Ich will ja nicht asozial klingen, aber das ist fucking Legend of Zelda Musik. Das ist... Oh mein Gott! He's so kawaii! Ernsthaft, da ist jetzt nur eine rote Münze hinter? Okay, then. Fuck you, then. I'm off. Okay. Ich meine, steckt hier wenigstens Arbeit drinne. Das andere... Ich weiß nicht, irgendwie war das... Es war merkwürdig. Lassen wir es dabei, ja? Hier ist nur das Problem, die Kamera. Die Kamera hier ist wirklich ein Problem. Ja, stimmt, es ist Dark World. Aus hier Link to the Past. I love this game. Das Ding ist abgeschlossen. Alter, jetzt halten die normale Bomb-Oms hier gefangen. Aber ihr glaubt gar nicht, wie schön das ist. Der pimmelt jetzt auf seiner Privatinsel rum. Ach du Scheiße. Ahaha. Double kill. Oh mein Gott. How dare you step before me? I'm the King Zombified Ruler of the Dark Empire. What is ne? I'm fully shiny. I wonder what this is for. Oh, fuck off. Dich habe ich auch schon 10.000 Mal besiegt. Wenn... Ich wollte gerade sagen. Genau. Renn mal ein bisschen auf mich zu. Und dann hast du auf einmal den Wendekreis von einem Baum. Ist das Final Fantasy Musik? Echt?
And you die. Oh wow, ich muss ihn mehr als dreimal treffen. The difficulty. Ist das dein Ernst jetzt? The difficulty. Impossible, can't defeat why, but surely you've heard and it was easy. Maybe you'll fuck off, mate. Okay, that's not easy. Here we go. Einfach den Boss auf diese Insel verfrachtet. Good job, you keep going and die a bit up here to reach every curses. Nice. Ich will aber gucken, was hier sonst noch ist. Gibt's hier noch mehr Zeug? Mountain Escaping. Escape, what about escape or ghost adventures I do anyway? Do you want to escape here to... Mario Kart Musik. Nice. Ich hoffe, ich muss an dieselbe Stelle jetzt. Ich find's nur halt irgendwie drollig, ne? Weißt du, wir haben hier Luigi's Mansion Theme. Und irgendwo haben wir denn Mario Kart Mucke. Okay, just make the escape bullshit. Das ist auch okay. Der ist einfach eine Wand hochgeklippt. Das ist ja nicht Bullshit. Okay. Down below the cavern. Also... What? Okay, das ist abgeschlossen. Ihr habt nicht ernsthaft das mein meistgehasstes Level in ein Eislevel noch verwandelt. Och, fuck you then. Brauche ich denn wirklich... Wie viele brauche ich denn, um hier Dings... zu haben. Auf jeden Fall mal ein Romek, der ein bisschen challengiger ist. Aber das eben gerade mit dem Cooper war Bullshit. Also da call ich Bullshit. So, das ist hier. Soll ich jetzt hier Nessie machen oder? Es ist sogar Eisphysics hier. Boom. Aber irgendwie lassen sie einen ja nicht den anderen Weg gehen. Dann gehst du halt den längeren Weg. Oh, die Kamera, ne? Ich sag es gerne nochmal, aber ich hasse die Kamera. Lass mich raten, den Stern haben sie auch weggenommen. Und durch eine rote... Ja, hier haben sie die rote Münze hin verfrachtet. That's nice. Da ist auch eine rote Münze, umgeben von Zombie-Goombas. Oh ja. Boah, Alter. So, danke. Da ist Nessie und Nessie sieht merkwürdig aus. Nessie sieht einfach nur... Ach so! Ach so! Ach, wir machen einfach Eiswasser draus. Ach ja, Mensch. Mama Mia.
Okay. Du willst rumfucken. Okay, gut. Fuck rum. Dann wird jetzt rumgefuckt. Jetzt ist Tryhard-Mode. Und wenn ich keinen Bock mehr auf Tryhard-Mode habe, dann mache ich Safe States. Dann kannst du mich erst recht lieb haben. Oh, Alter. Was sollt ihr sein? Like, no shit, was sollt ihr sein? Aber man kann echt sagen, es ist immerhin mal ein Romhack, in den etwas Arbeit geflossen ist. Zwar mit ein bisschen Bullshit gefüllt, besonders was hier, ne, unseren Cooper-Freund angeht. Stimmt, wir benutzen also Safe States. Das könnte sehr interessant werden. Okay. Vor allem das Eiswasser. Alter, einfach mal die Wirkung verdoppelt. Mindestens. Und Nessie offenbar mit Butter eingeschmiert oder so ein Scheiß. So. Hoch. Hier ist nichts. Wirklich jetzt? Verarschen? Verarschen? Okay, verarschen dann. Jetzt bin ich tot. Ja, jetzt bin ich tot. Hoch da, rauf da! Mann, was soll denn der Blödsinn? Ja, gut, ich gehe weiter. Das ist bei mir das Problem. Deswegen bin ich nicht so einer dieser Leute, die tagtäglich Romhacks spielen. Ich habe keine Geduld für so einen Scheiß. Da habe ich nicht die Geduld für. So, wie ist euer Wasserlevel? Ja, du musst da aber hochkommen. Ich schmeiß gleich den fucking Toad Romhack wieder an. Lost Glacier. Noch ein Eislevel. Nur man startet. Was soll ich machen? Top to the Glacier. Ah, jetzt soll man andersrum. By the way, super Grusel-Eismusik. Nur mal so nebenbei. Kommt mir aber bekannt vor, die Musik. Kann mich nur nicht gerade da in den Sinn, woher. Hier ist ein Pinguin. Ach ne, hier komme ich ja gar nicht hoch dann. Ich Idiot. Ja, ich muss da aber hochkommen. Fick dich doch. Okay. Ah, okay. Lord Penguin. Ja, yeah, I'm a baby girl, play vibe, gold cable, scare, or what about is not a ghost? How do I... Jetzt wird mir überhaupt mal klar, wie soll ich da hochkommen? Ja, das behinderte Baby haben wir doch gesehen, das ist, hier. BZW, ich habe keine Ahnung, wie ich es da hinbringen soll. BZW doch. Ist sogar easy. Es sei denn, der Romhack denkt sich wieder irgendwelchen Bullshit aus, den ich nicht machen darf. Okay. Hier ist dein scheiß Baby. As a boy, a girl. Woher soll ich denn das wissen? Sehe ich aus wie ein Doktor? Okay, wisst ihr was?
Das war auch, das klar, war mir direkt zu einfach. Ah, geil, I die. Haha, I'm not. Haha, fuck you. So, it's dead. Hier kann ich nicht hoch. Es gibt zwei Teleporter. Es gibt einen hier. Der funktioniert nicht. Und dann gibt es einen noch ganz in der Ecke, direkt neben dem Spawn. Doesn't work either. Okay, jetzt habe ich echt keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Ich habe null Ahnung, wie ich da hoch soll. Ich meine, es ist literally eine Eisstrecke da hoch. Ich... Hey. Was willst du denn, du Schneeprügler? Hier können wir nicht. Und hier rutscht man runter. I don't get it. Okay, den Trick kann ich auch nicht. Doch, kann ich. Fuck you. Nein! Nein! Warum machst du das? Ich habe A gedrückt gehalten. Okay. Hier ist auf jeden Fall das scheiß Baby. Aber hier ist auch erstmal ein gratis Stern. Okay. Das heißt, ich müsste jetzt beim nächsten Mal, wenn ich dieses Baby so... Oh mein Gott, wieso demorph dein Kopf jedes Mal so? Alter, man hat... Okay, Toads hinter Glas. Ist hier irgendwas? Nope. Leer. Hat man ausgefüllt. Gibt's nicht mehr. Fuck off. Ich komm's kein Hotel. Auch nicht. Okay. Wahoo. So, was... This is Area 4, by the way. Ich mein... Was war jetzt? Meinte Lost Penguin. Ja, das wissen wir doch schon. Ich hätte mal gucken müssen, wie viele Sterne es in diesem ROM-Hack hier gibt. Mal so aus Interesse. Wahrscheinlich gibt es in jedem nur so 2 oder 3. Weil sie haben ja echt eine Menge Sterne rausgenommen. Nein, nein, was machst du denn da? Gay over. Hm. Aber jetzt kommt einem ja so die Idee. Mein Dead Toad hier draußen schenkt einem einfach ein, aber... Na gut, hier ist auch nichts weiter außer Wasser. Hm. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich dann... Wie man noch schneller den Turm hoch soll. Das ist Wumms Fuckland. Was ist hier... Kann man hier unten lang? Ja, hier geht's sogar Geisterwelt. Gibt's eine Geisterwelt in der Geisterwelt? Im Garten. Ne, hier gibt's literally gar nichts. Außer nicht begehbare, nicht. Doch, hier. Hier lies Mimi. The Boo Bounty Hunter. Aha. Und wer legt hier? Ist mir egal. Okay, gut. Wario Crash, the dark side of Mario. I don't get it. I'll come back to crash you. Okay. Do as you please. Okay. Okay. Nice. Gibt's nur leider keine Sterne für mich.
I never come for the right way. You found the way. Würde man auch zu gern wissen, was bei der Rutsche der Way sein soll. Guck, wie viel brauche ich denn für Dings? Never come for a big cowboy. Tee-hee-hee. Ah, you fuckwits. Was hier mit? You fight the way. The way. Tee-hee-hee. Ja, okay. Geil gemachter Romhack, aber ich habe den Sack dicht. Was haben wir denn noch? Wir haben auch nur Toad. Falls ihr noch nicht genug Toad hattet heute. It's me, Mario. Der hieß nämlich Toadmageddon. Hallo. Auf jeden Fall können wir hier unseren Spielstand benutzen. Okidoki. Ist es Toad? Ist es Releasio nur in tatsächlich spielbar? Und ohne Mario ist Toad. Und die Musik ist basically eine Arschtuba. Welcome to Toad Cap Curse. It's no fucking impossible, die roten Münzen zu sehen. Ach, da! Selbst die Flügelkappe ist Toad. Es ist im Grunde Super Releasio, nur spielbar. Jetzt kann ich mir das ja mal... Was soll das sein? Was ist das? Toad would like you to Toad... Toad? Okay. Es ist literally... Toad-Dings nur spielbar. Es ist Super Release, hier nur... Obnoxious Voice, I'm Toad! Ja, das ist definitiv Super Release, nur spielbar. Und mit Musik, die man nicht braucht. Klingt wirklich wie eine Arschtuba. Ich will jetzt aber wissen, wie Bowser aussieht. Das interessiert mich jetzt. Sind das Toad-Gesichter? Ja, die Sparkies sind elektrifizierte Toad-Gesichter. Selbst die Kristalle sind Toad. Der Block da ist Toad. Mario ist Toad. Es ist also basically Super Releasio. Nur ohne diese fucked up Controls. Und ich hasse diesen Ort, ne? Ich will doch nur wissen, ob Bowser Toad ist. Mehr möchte ich gar nicht. Mehr möchte ich nicht. Wenn meine Inkompetenz nicht so ein Faktor... Darf ich mal betonen? Ich fand sogar die Toad-Musik besser. Aber ich höre die ganze Zeit nur so eine schrille Trompete. Das klingt irgendwie nicht so schön. Aber schaut mal. So einfach kann das sein, wenn die Steuerung nicht ass ist. Selbst der Knopf ist Toad. Die Treppen sind Toad. Das Schild hier ist Toad. Was sagt denn das Schild hier überhaupt? Toad, Toad, Toad. Wieso habe ich eigentlich was anderes gedacht? Wisst ihr, woran mich das erinnert? Sekunde. Ich gebe euch mal kurz ein Vergleichsbild an das, was mich das erinnert. Ich muss nur gucken, ob ich da was finde.
That's pretty fitting. Sekunde. Muss das mal kurz abspeichern. So. So. Und dann nur mal, ups, nur mal als Vergleich. Ne? Nur mal als Vergleich. Wenn ich es jetzt finde, Sekunde. Ups. So doch nicht. Mensch. Da hier. Nein! Ach du. Mann, du sollst das richtig machen jetzt. Ziemlich akkurat, findet ihr nicht auch? Ich meine, das eine ist fleischfarben, das andere ist es nicht. Aber ich finde es ziemlich passend. Es ist wahrscheinlich auch genau dasselbe. Jetzt muss ich nur wieder alles zurückstellen hier. Ich Kackbuhn. Moment. So. Gut, dass ich mir die Zahlen gemerkt habe. Es ist, ne? Also, denkt dran, Leute, ihr könnt jetzt keine Monster mehr beschwören oder irgendwie setzen. Okay. Super, da sind die Bomben. Selbst die Explosionen sind tot. Tot. Wisst ihr echt, dass man das wertschätzen muss? Dass das ein Schlüssel... Dass der Schlüssel nicht tot ist? I got enough. Ich hab genug Toad. Komm, wisst ihr was? Wir brauchen einen anderen Meme. Shrek 64. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Two things. Shut up. Dieses Video wird nicht auf YouTube zu sehen sein. Ich werde es versuchen, aber ich bezweifle es. Okay. The ogre said that you should probably kiss. Why? Ach du Scheiße. What the fuck? Nein, stop fucking. Nein! What the fuck? What the fuck are you doing in my swamp? Oh mein Gott, bitte! Das gibt mir Copyright Strike right away! Nein! I'm not an All-Star, fuck you! Ich bodycheck ihn einfach quasi an die Seite. Shrek, stirb! It's Ogre! Believe me, it's Ogre! Oh yeah! Oh nein! Oh Shrek, bitte stirb, it's Ogre! Everything is Ogre! I am dead! Nein! Hört auf, dieses Lied zu spielen! Ich muss allerdings sagen, dafür, you bit again. Dafür sieht das Ganze, oh je. Yeah. Oh yeah. Enter my swamp, okay. The
das kann ich gar nicht lesen. Oh mein Gott. Komm, es muss doch noch mehr... Die anderen Türen sind auch offen. Bitte sag mir nicht, das ist genau dasselbe. Cool, cool. Oh doch, Bonus 100 Layers of Shrek. Oh shit. Oh, Waiwamu. Shinteru. Why? Das sind Goombas. Shrek. Es ist vor allem ein Loop von All-Star. Es ist nicht mal All-Star komplett. Es ist einfach nur ein fucking Loop. Oh je. Oh je. Das sind Riesen-Goombas. Das sind normal große Goombas. Das sind normal große Goombas. Damit kann ich arbeiten. Wow. Das sind übergroße Goombas. Aber das... Nee, das sind keine Goombas. Das sind einfach nur 100 Layer of Shrek. They have onions. Ah, da ist noch... Ach du Scheiße. Das sind nochmal normal große. Muss ich echt 100 Shreks besiegen? Jemand hat sich tatsächlich gedacht, wir brauchen einen Shrek-Rom-Hack. Mit tatsächlichem Zeug. Da sind noch welche. Die Renderdistanz hat sie einfach nur verschluckt. War das jetzt alle? Ne, hier ist noch ein ganz kleiner. Da war noch ein Mini-Shrek. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die es ernst meinen mit 100 Shreks. But they did. Das Schlimme ist, ich weiß ganz genau, ich könnte sowas nicht. Ich habe andere Fähigkeiten, I guess. Habe ich jetzt alle? Ja, ob ich sie alle habe, das ist mir schon klar. Die Frage ist mir schon seit Ewigkeiten bewusst. Oh, wow, wirklich noch mehr. Vor allem ist es alles dasselbe Level. It's all the swamp. Ja, I'm an All-Star. So viel. Es ist Nintendo. Ich frage mich, was mich geritten hat, dass ich es überhaupt monetarisieren darf. Noch mehr? Ist hier noch mehr? Man hat zu mir gesagt, es gibt irgendwie zwei Sterne hier. Aber langsam fange ich an, das zu misstrauen. Ja, solange... Die Kamera ist auch wieder ein riesiger Spaßfaktor. Wahrscheinlich ist hier irgendwo ein Shrek, der sich denkt, Alter, ja. Das kann doch nicht sein, ey. Du könntest doch einfach copyrighten mit dementsprechend, oder... Ja, könnte ich natürlich, aber ich habe keinen Bock, ein ganzes Video dafür zu rendern. Wo ist hier noch ein fucking Shrek? In his fucking swamp. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So weit kann die Renderdistanz gar nicht sein. Ich meine, es ist ein Stern, es muss doch eine... Da, ah, ah, ah. Da, 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 da. Krieg ich jetzt mal einen Stern? Schau mal ganz am...
Hier ist alles nichts. Ich habe ja das Gefühl, in der Mitte, aber... Ich will doch nur hier raus. Aber das wäre wenigstens ein Rom-Hack, den wir heute tatsächlich abgeschlossen haben. Den man als abgeschlossen betrachten kann. Nee. Oh, oh, oh. Falls ihr es nicht gewusst habt, all that glitters is gold. Nee. Diese Renderdistanz, ne? Aber scheinbar scheint es hier noch welche zu geben. I'm done. Es ist echt alles dasselbe. That's a swamp. Okay, that's a swamp. Definitely a swamp. Ist Bowser auch ein Swamp? Ah. Okay. 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 Dann haben wir noch Scrooge 64. Mittlerweile weiß ich selber. Huhu, okay, das ist schon mal nice. Okidoki. Das war mir so ein Weihnachts. What the fuck? Steht hier einfach. Ein eingefrorener Geist. Okay. Ich habe zwar jetzt den Faden verloren, was das mit Weihnachten zu tun hat. Das ist ein bisschen beyond me. Es ist aber allerdings süß gemacht. I guess. So in diesem, in dem alten Style. Lag nur ein bisschen. Okay, rote Münzen gibt's hier. Okay, cool. Wisst ihr, vorhin hat es ja noch was mit Weihnachten zu tun gehabt und jetzt denke ich mir so, what's Christmas? Okay. Was haben wir hier noch? Ist das einfach... Wenn die Key da oben ist... Okay. Okay, cool. Ist ein bisschen viel Death Zone. Findet ihr nicht auch? Was war nochmal die Schnelltaste für Save States? F5. Ja, ich glaube aber F5 ist bei mir nicht... Ist irgendwie mit irgendwas belegt, deswegen... Ja, wir benutzen jetzt also Save States. Das könnte jetzt also witzig werden. Weil man es für nötig gehalten hat, auf diese kleine Plattform einen fucking Goomba zu platzieren. Oh mein... Vor allem da oben ist ein Donkey Kong. Jetzt will ich da erst recht hin. Good German, I was wondering if anyone here could help me to correct some sentences. I think some of my, in my community are gladly helping. I think so. So... speichern. Ja, das war eigene Dummheit. Alter! Alter, chill deine Zone! Meine Güte. Okay. Hör mal auf, überall gegen zu rennen, Mario. Tu mal einmal was Nützliches. So, komm an, jetzt. Okay.
Warum muss man hier Goombas hinpacken? Alter. Fuck you. Ich habe Shrek und Toadmageddon gespielt. Ich bin heute nicht mehr für sowas bereit. Vor allem nicht für solche Aktionen. Okay. Das ist sogar... Vor allem nicht für sowas. Vor allem nicht für sowas. Vor allem nicht für sowas. Kann ich da nicht einfach quer rüber? Ich wollte gerade sagen, warum ist es mir so schwierig? Ach du Scheiße, warte mal. Das ist... Okay. Just in case. Vor allem ist das Lag. Sprite Lag. Okay. Was? Dass du aktuell wieder trainieren willst? Eine Alternative? Ja, wenn sowas nicht sauteuer wäre, würde ich das ja sogar tatsächlich machen. Aber ich komme ja aktuell... Das ist viel weiter, als es aussieht. Ich komme ja aktuell nicht über die Runden, also kann ich mir garantiert kein Fitnessstudio leisten. Sowas ist Luxus. Gut, dann machen wir da halt einen Long Jump hin. Hä? It seems that the planet is sleep time, perform a long jump. Das wäre meine erste Idee gewesen, weil alles andere eigentlich... Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Seit wann ist Speichern unter eine Option? Ach du Scheiße. Kamera, bitte, arbeite mit mir. Okay, wenn das funktioniert, ist sogar relativ cool. Oh! Okay. Ich speichere nochmal. Das ist echt tricky. Für jemanden, der nicht so Mario 64 Ultra-Skilled ist wie ich, ist das... Alter. Hallo. Hoch da mit dir. Aber die Texturen sind an sich nice. Halt, warte mal. Okay, dann nicht. Fuck you, then. Halt dich doch jetzt fest. Danke. Kamera, bitte. Ach, natürlich ist da eine fucking rote Münze. Because we need stuff like that. Was hat das jetzt hier nochmal genau mit Scrooge und Weihnachten zu tun? Das ist so eine Sache, die ich jetzt mich hier die ganze Zeit frage. So, ich meine, die Overworld war schön, die hatte was Weihnachtliches. Aber jetzt auf einmal hat das Ganze irgendwie seinen Weihnachtsgeist sehr schnell verloren. Oh, Alter, wie soll man das denn machen? Yo, fucking... Okay. Ja, geht doch. Darkness. Pure Darkness. Darkness imprisoning me. Ach so, so ist das mit Scrooge gemeint. Man soll einfach nur fühlen, wie die Kamera scheiße ist. Ach, das ist der... Ah, okay, jetzt begreife ich. Es ist der Geist der schlechten Kamera.
weil man auch sehen kann, wo die fucking Wände sind in Schwarz auf Schwarz. Ja, leck mich hart. Weißt du was, ich starte mal neu. Und fuck you. And fuck you. Du Scheiße, du Kackenscheiß. Mach die Kamera richtig. Meine Fresse, mach die Kamera richtig. Oh, Alter. Mach die Kamera richtig, you dipshit. I fucking kill you. Lex. Ahaha. Meine Güte. Ist gut jetzt. Ah, okay. Ah, shit. Fuck you, Donkey. Aha, no, jetzt sind wir Mario 3. Hä? Jetzt sind wir Mario 3? Wir erkennen Mario 2 nicht als Spiel an. This game. Dieser ROM-Hack, ne? Weird as fuck. Wisst ihr, ich würde mir am liebsten einfach nur einen ROM-Hack wünschen, der die Kamera von Mario fixt. Das Spiel hatte schon damals ein Problem mit seiner Kamerasteuerung. So wie viele, eigentlich genau jede Menge Nintendo-Spiele hatten das damals als Problem. Okay. Ach du Scheiße. How long does this go on? Ohne Save States hätte ich da absolut nicht den Nerv zu. Meine Güte. Treff die Scheiße. Meine Güte. Stell dich nicht so an. Wenn ich hier mal... Ja, geil. Hahaha. Kann nix sehen. Warum habe ich denn auch nicht da gespeichert, ne? Ich dimwit. Oh, Mann. Okay. Nochmal speichern, weil jetzt wird's offenbar richtig unfair. Okay. Jetzt wird's richtig fies. Nö. Nö. Wie, das mach ich nicht ohne Save States. Und dann mach ich's beim ersten Mal. Und auf einmal sind wir Mario World. Alter, Nintendo wird mich sowas von Copyright claimen. Das wird schon nicht mehr feierlich sein. Das ist auch nice. Was wird denn Mario aus der Zukunft? Kommt auf einmal Mario Odyssey? Ah. Es ist so eine Anspielung darauf, dass Mario-Spiele damals schwerer waren, als sie es heute sind. Wo ist diese Münze? Ach, da. Das war blöd. Ja, warum mache ich das auch so, ich Idiot? Warte, ich mach das anders. Ich mach das anders, habe ich gesagt. Die Dinger respawnen ja zum Glück. Deswegen, wir warten jetzt hier. Ich bin der Meinung, die Dinger respawnen. Hey, Keks. Ich habe gesagt, die Dinger respawnen ja. Die Dinger respawnen ja. Hey, Gaudi, Mann. Die Dinger respawnen ja. Respawnen sie halt nicht, you dipshit.
respawnen sie halt nicht. Ich kann nichts sehen. Can't see shit. Dieser Sprung. Dieser Sprung. Alter, Disney. Kamera, bitte. Ey, Kumpel, egal, wer deine Kamera gemacht hat, ne? Egal. Egal. Nein, Xbox. Nein. Geh. Okay, but. Es ist auch fucking, ne? Just the fucking how, though? Dieser Sprung, das am Ende deines Romhacks zu packen, ne? Such a fucking dick move. Such a fucking dick move. Oh mein Gott. Such a fucking... Guckt euch diese Kamera an. Oh mein Gott, spring. Halt die halt dein Band an. Oh Gott, das wird noch witziger. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott, es wird noch witziger. Der Spaß, er hört niemals auf. Ich mach mir bald andere Shortcuts hier. So. Was? Mir fehlt eine fucking... Oh, the mansion, everything looks different. This is the truth. Which of a father just to buy a iPad? Come on. Oh, you're a skitter. Ah, cool, nice. So long, gay Bowser. Yay! Oh, that's wrong. Can you open the next door? Why you talk to me like this? Aha. I got the key. Das Level war ein bisschen lang. Nice gemacht, aber lang und mit ein ziemlich paar asozialen Stellen am Ende. Ich meine, man hätte die Gelegenheit gehabt, hier so eine richtige Story zu erzählen, also. Enjoy playing. Also bislang habe ich noch nicht viel enjoyed, my friend. Mal gucken, was das zweite Level sagt. Ah. Zwei Punkte. Aha, es ist schlicht und ergreifend die letzte Stage. Nochmal. Haha, fuck you. Ja. It's literally the same level.
Ja, fall runter, geht auch. Okay, fuck you. Geh da jetzt rein. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie die Sterne trotzdem brauche? Jetzt, weil ich irgendwo eine Münze vergessen habe, eine rote. Möbi Didi! Mann, der Romhack hat so gut angefangen, ne? Hat so gut angefangen und jetzt kriegst du einfach ein Remake vom Original. Nicht mal ein Remake, es ist einfach nur... Hab das normale Level mal 2, shut the fuck up und so. Ja, das könnt ihr euch in die Haare schmieren. Da springe ich nicht hin. Und die Lags sind in diesem... Alter. Das seht ihr bestimmt, ne? Die Lags sind schrecklich. Oh mein Gott. Da soll ich hinspringen. Ja, fick dich ins Knie. Das kannst du schön selber machen. Hi. Ja, fall runter. Hab den Wendekreis von dem Baum. Mario, du Dipshit! Meine Güte, mach die Kamera vernünftig und hör auf zu sabbeln. Meine Güte. Man glitscht sich da einfach durch? Okay. Alter, Kamera, bitte. Nee, ich will nicht die Kamera in seinem Arsch haben. Oh nein, ich muss jetzt weiter rennen für den Schalter. Ist ja nicht so, als ob ich da mich auch hochmogeln könnte. Oh ja. The Struggle. Aha. Oh, fuck you. Nein, 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 nein! Oh, wo habe ich gespeichert? Ah, hier, gut. Oh. It's like the original. But only not fun. Weil die Kamera aus irgendeinem Grund sich hier denkt, einen Anfall zu haben. Mach endlich, was ich sage, Mario. You fucking dipshit Plumber. Oh mein Gott. Alter. Ich map gleich den fucking Safe State Button zu meinem Sprungknopf. So. Jesus fucking Christ. I literally don't have to fucking da. Oh mein Gott, das ist fast genauso schlimm. Ah, nee, nicht wirklich. Oh mein Gott. Aha. Aha, okay. Kürzen wir halt nicht ab. Another. May I have another? Lass mich raten, und am Ende wartet wahrscheinlich auch genau derselbe Level 3 Bowser. Weil das jetzt hier der Geist der gegenwärtigen Abfuck ist und so. Cheesy. Lag. Nicer Frame Lag. Oh Gott, Speicher bitte. Gegen Lag. Hahaha.
Wir sind wir witzig. Oh mein Gott, ey. Lag. Da oben ist Feuer. Ups. Vor allem, ich sehe gerade, wo die eine rote Münze war. Fucking auf diesem Feuerspeier. Hier sind zwei einfach auf dem Tower. Ah, ne, man. Wo. Boah, du bist ein Platforming. Ja, das ist nicht. Das war kein Platforming. Du hast literally einfach nur ein paar Sachen dahingestellt. Mehr nicht. Und wieder die Kamera ist ein mega Problem. Oh mein Gott. Voll daneben. I blame the camera. Aha. Da bin ich sogar durch ihn durchgeglitscht. Ja, dich krieg ich da nicht. Aha, fuck you then. Yay! Man, that BOS is open a free door. The hardest challenge awaits you. Ich nehm Bob on Battlefield und pack nur Feuerbälle rein. Vor allem, ich find's geil, dass. Ich weiß nicht, wieso redet Bowser so mit dir? So, jetzt bin ich mal gespannt. What bullshit awaits me? What shit stuttery awaits me this time? Mario Galaxy, the remake? No, literally? Okay. Immerhin hat er hier jetzt wieder tatsächlich Standard begriffen. Der liebe ROM-Ersteller. Ich hab zwar jetzt immer noch kein Interesse. Jetzt habe ich noch weniger Interesse davon, die roten Münzen zu sammeln. Oh, eine Bowser-Plattform. Das ist wirklich Mario Galaxy, the game. Okay, props to this. Auf einmal hat der Ersteller dieser ROM tatsächlich wieder Qualität für sich entdeckt. Das war meine Schuld, das gebe ich zu. Aber das war jetzt auch bislang nicht schwer. Was, warte mal, wo hat mich... Ach hier, na gut, fuck this. Weißt du, ich saß die ganze Zeit schon da und habe mir gedacht, so, du solltest mal wieder ein Safe State setzen. Und was mache ich? I don't do it. Möbi die Möbi, Chef Möbi, der Möbi die die, Chef Möbi die. Okay. Feuerbar. Oh shit! Das habe ich so nicht gedacht, dass das passiert. Oh. Oh. Crash Mario Kut. Ich will, ich habe aber auch immer die Tendenz zu sterben, ne? So, hä? Ach so. Bislang
Also dafür, dass Bowser groß rumgekotzt hat von wegen, oh, deine härteste Challenge erwartet dich noch. Jada, jada, jada. Geht das eigentlich noch? Ups. Hallo. Danke. Soll ich da hoch? Hä? The road to nowhere. How the fuck do you supposed to? Wenn du mal deinen bekloppten Seitensprung machen würdest. Wenn du mal deinen bekloppten Seitensprung machen würdest. Okay. Okay. Von hier aus Long Jump? Okay, dann. Jablo! Okay. Ja, ist okay. Und nochmal. Joblo! Toblerone! Jodlahiti! Okay, und speichern. Komm, ich möchte wenigstens einen ROM-Hack heute mal komplett durchhaben. Weil das, was ich noch über hab. Oh, fick dich doch. Da, meine Hand, seine Hand ist nicht mal ansatzweise da in Dings. Meine Güte. Fuck you. Fuck the system. Und da ist der Stumpf des Bullshits. Da habe ich jetzt... Ja, das sehe ich kommen. Achso, ich soll einfach nur... Oh. Hier soll ich jetzt mich offenbar dran... Das Feuer ist eine echte Bedrohung. Die Kamera ist gerade mehr struggle. Achso, das Ding bewegt sich nicht. Die Dinger bewegen sich gar nicht. Die sind fest in place. Ja, Mensch. Ja, Mensch. Und dann sollst du mit den Dingern auf der Plattform da, auf diesen Dingen landen. Auf diesem kleinen Ding. Das ist dein Ernst. Das ist euer fucking Ernst-Fuck. Hahaha. Oh, 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 spicy. Spicy. Spicy Meme. Wenn Mario jetzt noch das machen würde, was ich möchte. Genau. Dankeschön. Hier ist der Friedhof von Bowser. So. Jetzt spamme ich den Scheiß. Okay. 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 Sind jetzt die... Das war zu Anfang stylisch. Feuerwand. Oh, fuck you. Ja, das ist jetzt richtig scheiße. Komm, geh hoch. Geh hoch. Ich will deine Münze. Deine... Die spawnte Münze. Fuck you then. Okay. Manchmal hat Mario echt so einen Wendekreis wie so ein fucking Auto. What the... Meine Güte, Mario, du sollst einen Sidestep machen. Mehr verlange ich nicht von dir. Ich verlange nicht, dass du auf einmal Welthunger löst. Okay. It's fucking ice. It's fucking ice. It's fucking raw.
Achso. Und natürlich musst du an einem Winkel dastehen, weil das sonst nicht funktioniert. Speichern. Alter. Ja, Mario Galaxy war nicht so schwer. Vor allem hat es nicht Eis, wo Feuer rauskommt. Das möchte ich nur mal so gerade betonen. Speichern. Du willst mich abfucken? Ich fuck zurück, das sei dir. Wie soll man das denn jetzt machen, du Scherzbold? So in etwa, okay. Shit. Speichern. Ich lese das jetzt erst. Es ist seine Galactic Fortress. Oh, shit. Aua. Was soll denn machen hier? Ach, da ist Feuer drauf. Okay, geil. Aber da vorne ist das Ende. Bin ich vor allem der Einzige, der es irgendwie jetzt nicht als die härteste Challenge sieht? Ich meine... How am I? Okay. Ach, hey. Ja, halt dich nicht fest. Ist nur Spaß. Was mache ich denn da? Ich mache doch das ganze Level nicht nochmal. Bin ich denn bescheuert? Das ganze Level vor allem nochmal neu. Jedes Mal nach solchen Aktionen das gesamte Level nochmal. Ich möchte nur sagen, ich finde das ein bisschen rabiat, was hier verlangt wird. Leck mich doch am Fuß. An beiden von mir aus. Meine Güte, Mario, du bist kein Auto. Dreh dich einfach um. Wie ein normaler Mensch das macht. Oh, 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 fuck! Oh! Fucking, it's a me, Pizza. Vor allem, du könntest noch mal ganz am Ende des Levels landen. Wenn du denn den Spaß hast. Oh yeah. Oh yeah. Und jetzt einfach Bowser 3 bekämpfen. Okay. No, you will become. People will have to shake your arm to make the jump higher. It's ridiculous. Kids nowadays are more like jumping between platforms like colorful worlds with a cool shooting platform. War, well, you know, the play to the future. Ich bin Bowser. Komm, bleib mal stehen, Dipshit. Fuck. Nö, 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 nö. Ich bin ganz ehrlich, das erste Level fand ich jetzt noch mit am schwersten. Hatte aber auch am meisten Style. Na, wobei... Das letzte war auch gut. Muss ich mal sagen. Zu früh. Halt eine schöne Mario Galaxy-Anspielung gewesen. Ach ja. Ups. Ich dachte, der macht ein Stück Plattform weg. Oh shit, ich dachte, ich kriege ihn gefangen. Wisst ihr, so einfach ihn in der Luft fangen, so wie man es halt in Speedruns sieht. Ah, daneben. Ich gönne mir das mal gerade, ja. Dankeschön. Weil ich habe ihn hier so gerade auf Lockdown. Ich muss nur den Wurf treffen.
Ich sagte, ich muss nur den Wurf treffen, ich Dipshit. Was? Wuhu! Aua! So, come on! Meine Güte, bin ich so inkompetent oder tue ich nur so? So, jetzt aber. Na, geht doch. There we go. Oh, well done. You managed to defeat me and left three ghosts. It's true, times are changing, but you can still bring joy and happiness. What really matters. I'll go Christmas awaits you. Suddenly Christmas. Okay. Okay, das ist süß. Sogar Yoshi ist da, nice. Und Sprite Lags. Yoshi, seit wann klingst du wie ein Bonbon? Why, walk out with a beautiful Christmas tree I made. You can't stop the real power star, don't tell it to Peach. Sabbel nicht. Das ist sogar schon wieder Toad. Fuck yo! Okay, the end. Thank you so much for playing my game. To be honest, ganz netter Romhack. Durchaus. Ich finde die Levels vielleicht ein bisschen zu lang dafür, dass die am Ende solche krassen Sprünge verlangen, aber wenn man auf sowas steht, mein, ich tue es nicht. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir zu dem, was ich mal jetzt Hauptgang nenne.